Lustige Witze in 3, 2, 1, los. Masturbation ist auch nur eine Art, sein Glück selbst in die Hand zu nehmen. Ja, das stimmt. Ich hab mich verfahren. Wo bist du? Im Auto. Meine Damen und Herren, liebes Publikum, darf ich vorstellen, meine Lady. Falls ihr mal einem Bären begegnet, stellt euch einfach tot. Ein Teil meiner Abonnenten kann euch zeigen, wie das geht. Mit welchem Käse kann man einen Bären aus seiner Höhle locken? Come on, Bär! Der Blick des Polizisten, wenn man beim Alkoholtest erst auf das Röhrchen spuckt, bevor man es in den Mund nimmt. Hab letztens meine Schlüssel für den Briefkasten verloren. Hausverwaltung hat mir einen neuen geschickt. Per Post. Er liegt jetzt im Briefkasten. Ey, scheiße, ey. Da bestellen die extra einen, der die Türklinge repariert und dann macht keiner auf. Türkisch für Anfänger. Beschuldige jeden als Nazi. Dieser Moment, wenn man zwei 30-jährige Frauen sieht, welche im Einkaufszentrum Sonnenbrille tragen und ständig Fotos zusammen machen. Die sind doch hängen geblieben, oder? Du bist der Grund, weshalb es Abtreibungskliniken gibt. Wie möchten Sie Ihren Kaffee trinken? Aus Ihrem toten, ausgehöhlten Schädel. Ja, morgens bin ich die Frohnatur in Person. Dieser Moment, wenn man im Auto sitzen bleibt, um das Lied fertig zu hören. Bernhard, 48, Notarzt. Warum bindest du dir eine Schleife um? Ich bin dein Geschenk. Hast du den Kassenbon noch? Habe heute einen Perserteppich zwischen den Mülltonnen liegen sehen. Oder wie es bei der Bild heißen würde, türkischer Militärjet abgeschossen. Ich kenne nur zwei Grammatikregeln. Klingt richtig und klingt komisch. Neben mir wohnt eine indische Familie. Mir ist gerade aufgefallen, dass ihr WLAN Internet heißt. .org. Mordor erhält neue Top-Level-Domain. In welcher Sprache denken Menschen, die taub auf die Welt gekommen sind? Wo ist meiner? Du hast meinen. Der geht nicht rein. Du bist in meinem. Ich hab ihn jetzt drin. Hinten anschnallen, immer. Eigentlich gibt es ja nur zwei Jahreszeiten. Kneipe und Biergarten. Du kleines Oettinger, ich bäck's dich gleich so richtig weg mit meinem riesigen Zäpfle. Schatz, ich sagte Tiernamen, nicht Biernamen. Ich hasse es, wenn meine Freundin mir Sachen vorwirft, von denen ich dachte, sie weiß nichts davon. Vergesst nicht, diesem Video einen Daumen hoch zu geben und meinen scheiß Kanal zu abonnieren. Im Android App Store findet ihr jetzt übrigens die App Master Jam Witze. Mit einem Download, einer positiven Bewertung und einem Kommentar würdet ihr mich grandios unterstützen. Bis nächste Woche.